So, hallöchen, liebe Freunde. Höchstwahrscheinlich BTD6. Naja, ich war mir unsicher, ob ich BTD6 streamen soll. Oder wo ich gerade eigentlich richtig Lust darauf hätte, wäre Online-Casino. Ja. Ich habe mich auch bei einem Online-Casino angemeldet und mich auch komplett angemeldet. Hab da jetzt auch 10 Euro Bonus drauf, aber, jetzt kommt das große Aber. Online-Casino ist auf YouTube nicht gestattet. Ja, zumindest habe ich mich gerade ein bisschen belesen. Und damals wurden sehr viele Casino-Streamer gesperrt, ohne Pardon. Direkt Account weg, weg damit. Liegt höchstwahrscheinlich an einem komplett anderen Grund. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht riskieren. Ja. YouTube, Moritz. YouTube, nicht Twitch. Twitch ist da natürlich wie immer eine monopolistische Ausnahme. Genauso wie die Musik, was es angeht. Ja. Auf Twitch kannst du Musik ohne Ende, ganze Copyright-Content ohne Ende streamen. Es juckt einfach keine Sau. Ziemlich strange. Ja, das ist, ja, komisch heutzutage. Aber auf YouTube ist es leider nicht gestattet. Vielleicht nicht auf Deutsch. Nö, dann mache ich einfach kein Online-Casino. Dann ist es so. Ich hätte Lust gehabt. Ich habe so auch, ich habe mir 10 Euro drauf. Ich werde es einfach ohne Stream machen. Diese 10 Euro muss ich allerdings 75 Mal umsetzen, bevor ich auszahlen kann. Also, ich werde es einfach nur ein bisschen Just for Fun spielen. Ja, deswegen gibt es jetzt BTD6. Ab auf Twitch. Nein. Nein, Leute. Ich bin YouTuber, kein Twitcher. Twitcher. So, wir haben auf jeden Fall das Rennevent abgeschlossen. Leider mit Platz 104. Ich bin traurig darüber. Ich war Platz 100 gewesen und ich wurde innerhalb von, ich weiß gar nicht, wann Ende war, innerhalb von 8 Stunden oder so nochmal 4 Plätze runtergedrückt. Ja. Oh, bin ich doch Spitze 1%? Nee, oder? Wo sehe ich denn hier meine Races? Gar nicht. Ich war sicher erst wieder am Wochenende. Scheiße. Naja. Cool. Cool. Schick. Habe ich mal das Race-Event abgeschlossen. Schön mit den unter 3 Minuten. Bin ich so glücklich drüber gewesen. Möchte ich sehen, wie du ausrastet. Wobei denn ausrasten, Karamell? Ich würde nur 5 Cent Einsätze spielen. Das habe ich bei Book of Dead gemacht. Ich weiß nicht, wie man sowas sagt. Bei Book of Dead kannst du tatsächlich auch nur 1 Cent Einsatz, glaube ich, machen. Bei einer Linie. Aber 5 Cent, ich fand, mit 5 Cent war ich ganz zufrieden gewesen. Aber es ist leider nicht im Stream möglich. Schade. Das heißt, ich muss es für mich spielen. Ärgerlich. Hi, Claudi. Blade Master. Nee, Moritz. Blade Master ist ein Videoprojekt. Das wird, wird nicht im Stream gespielt. Er ist kein Twitcher. Gut. Hi Ian, hi Louis, hi STT und alle, die ich leider noch nicht begrüßen konnte. Ich danke, dass ihr alle dabei seid schon mal. Und die restlichen Achievements sind einfach alle super widerlich. Das hier können wir machen, Bloonzilla, 25 Spiele gegen Morse mit doppelten Trefferpunkten spielen. Wir müssen ja auch noch Parkweg auf Chimps spielen, aber da habe ich irgendwie gerade keinen Bock drauf, muss ich sagen. Uff. Ja, machen wir Mittel. Machen wir nur Militär. Ja, ziemlich easy. Mit reinen U-Booten. Wir spielen erstmal ein Ründchen. Minecraft. Wäre auch keine. Nee. No. Nein. Ich mag kein Minecraft mehr. Ich habe so viele Minecraft-Projekte auch gemacht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne? Ich bin Minecraft bedient. Duelist, ist das nicht ein Kartenspiel, Flüssigmetallschlamm? Ich glaube, das ist ein Kartenspiel gewesen. Spellweaver, kenne ich alles nicht. Sag mir nichts. Kläre mich auf, was bedeutet was? Machen Sie heute noch Koop? Sehr geehrter Herr Keks, warten wir es mal ab. Ich weiß es noch nicht.
warten wir gespannt auf das, was kommen wird. Erst einmal spielen wir ein paar Ründchen ganz entspannt. Du bist zerminecraftet. Ja, so sieht's aus. Duelist ist ein Kartenspiel. Habe ich bestimmt schon angespielt, oder? Wolltest du nicht bei Hypixel Skyblock noch einmal schauen? Ihr meintet, das geht nur mit der Java-Version. Ich bin überhaupt kein Fan von der Java-Version. Deswegen werde ich es leider nicht spielen können. Schade. Aber macht nichts. Ist kein Thema. Ich finde BT6 ist besser als BT5 ist besser als BT6. Wieso, Moritz? Aus welchem Grund? Spellwürfe ist auch ein Kartenspiel. Kartenspiele sind immer so zäh, weißt du? Flüssigmetallschlamm. StarCraft 2 habe ich angespielt gestern. Nee, Leute, mehr als das angespielt gibt's nicht. Das sagt mir doch nicht so zu. Elsword, oder habe ich auch schon angespielt. Oder werde ich demnächst anspielen. Zumindest hochladen. Angespielt habe ich schon. Spiele Zombie Catchers bitte, habe ich schon gespielt. Oh, wir sind Level 130, yay! Was ich tatsächlich mal machen wollte vor langer Zeit, ist Uno zu spielen mit ein paar Leuten, die ich halt kenne. Aber leider ist es irgendwie bisher nicht dazu gekommen, dass wir zusammen Uno spielen. Ja, aber dieses Steam Uno, ich fand das voll witzig, als ich das mal im Stream gesehen habe. Das hat super Laune gemacht. Meinst du Duel Links? Naja, mein Duelist ist nochmal ein anderes Spiel. Ich spiele doch Cat Quest 1. Habe ich durchgespielt, mein Bot. Guck mal auf meinem Kanal, da gibt es ein Let's Play dazu. Wobei man es eigentlich nochmal spielen könnte, aber das ist dann irgendwie Zeitverschwendung für mich. Wenn es so viele andere schöne Spiele gibt, die man spielen sollte, ein Spiel nochmal durchzuspielen, nee. Ist Elsword nicht schon ausgelutscht, aber sowas von wie eigentlich jedes MMO. Also ist sowas von ausgelutscht. Wobei ich sagen muss, das ist ziemlich geil. Das findest du echt? Boah, ich finde da jetzt. Also ich hätte ja wirklich Lust auf Dragonica. Schrägstrich Dragon Saga. Das Problem ist, dieses Spiel scheint es nicht in Deutschland zu geben. Zumindest komme ich mit einer deutschen IP-Adresse nicht zum Downloader. Ja, seit Wochen probiere ich es immer wieder. Aber es ist einfach nicht möglich. Diese Seite lässt sich nicht aufrufen aus Deutschland scheinbar. Sie lädt ununterbrochen. Gib mal Dragon Saga in Google ein und klickt auf die Webseite Play Dragon, also gleich den ersten Link eigentlich. Also playdragonsaga.com. Kommt irgendeiner auf diese Seite rauf? Ja, also Dragonica war damals das Spiel, was ich echt am meisten gespielt habe, als Side-Scroll MMO. Und würde es tatsächlich, das ist das Einzige, was ich jetzt spielen möchte, würde es tatsächlich nochmal gerne spielen. Ist nur leider nicht möglich. Echt super schade. Können Sie mir eine Frage beantworten? Selbstverständlich krieg's. Oh, ich habe die Seite geladen. Aber wir sind nicht zum Download gekommen, halbe Welt, ne? Das war das Problem. Also die Seite lädt, aber sie ist ultra langsam. Ich denke auch, dass das bei euch so sein wird. Mach mal kleine Bloons, dann können wir nächstes Mal gerne machen. Mein Leben ist kacke. Wieso, Melero? Was ist los? Hast du Archer schon durchgespielt? Ich habe es für mich durchgespielt. Ich habe es beendet, Louis. Ich werde es nicht weiterspielen, einfach aus dem Grund, dass es unglaublich viel Zeit gefressen hat. Und deswegen, nee, spiele ich nicht mehr weiter. Ah, also die Seite lädt und lädt bis in die Unendlichkeit rein. Das ist voll behindert. Hey Aaron Rain, hey RDW, meinst du, rette die Welt? Niemand liebt mich, was ist denn los, Melero? Hey Programmer, wann kommt Osterwoche? Ostern ist ja erst nächstes Jahr wieder. Ich komme auf die Website, aber kommt hier irgendwo zu einem Downloader? Also irgendwo muss hier Download stehen und dann muss man auf den Download draufklicken. Und da sind halbe Welt und ich immer hängen geblieben. Moin Profispieler. Wir kamen einfach nicht weiter. Ja, die Seite öffnet sich gerade bei mir, aber wenn ich auf Download klicke, refresh die Seite und ich komme, muss wieder halt so lange warten.
Ich kann das auch herunterladen. Echt? Du bist ein Cheater, oder? Ich würde es auch können. Dragon Saga ist wirklich das geilste Sidescroller. Überhaupt das geilste MMO, meiner Meinung nach, mit Dragon Nest zusammen. Hast du ein paar zu Slamminger gemacht? Wieso hast du es nicht fortgesetzt? Die Frage könnt ihr euch immer selber beantworten, warum ein Spiel nicht weitergespielt wird, wenn der Influencer das aufhört. Es macht keinen Spaß. Ja? Warum sollte man sonst ein Spiel nicht weiterspielen? Ganz einfach, es macht keine Laune mehr. Das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Hi Marcel, es geht bei euch allen so. Es geht. Ja, ich war heute einen schönen Tag gehabt. Ich zumindest. Ich habe ja Urlaub seit gestern für 2 Wochen. Und ich wollte babysitten schön von 9.45 Uhr bis vorhin. Also fast 6 Stunden. War voll schön gewesen. Hat super Laune gemacht. Hi Roland. Hab aber auch VPN drin. Ja, pfff. Alter, gesagt aus Deutschland, Hugo, ne? Aus Deutschland. Aus Deutschland gibt es das Problem. Mich liebt absolut niemand, weil das Mädchen, was schon seit der Grundschule liebe, einen Freund hat. Du Melero, es gibt wie viel? 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Davon höchstwahrscheinlich rein theoretisch 50% Frauen. Also es gibt 4 Milliarden Frauen. Es kommt die richtige. Ja. Keine Sorge. Spielst du COD? Fehler Netzwerküberschreitung. Wenn ich auf den Downloader klicke, steht direkt da Netzwerküberschreitung. Schade. Also Dragon Saga kann man leider nicht spielen, was super, super schade ist. Bei Dragonica bin ich einfach das. Wow. Ich habe noch ein altes Video von meiner Dragonica-Gilde. Puh, das war ein harter Abschied gewesen, als ich die Gilde aufgelöst hatte. Das war traurig. Und ich war das reichste Orakel auf dem Server. Auf dem deutschen Server. Das waren Zeiten, meine Güte. Ich konnte mir einfach alles kaufen mit Gold, was ich wollte. Und statt es illegal auf Elite-PvPers zu verkaufen, wie ich damals wollte, also hätte wollen, habe ich das ganze Zeug einfach verschenkt, ja. Ein Account mit Items im Wert von 1000 bis 1500 Euro, einfach verschenkt. Weil ich einfach keinen Bock auf Stress hatte und keinen Bock, jemanden zu suchen, der mir das ganze Zeug abnimmt. Ah ja, ich bin schon ein Good Guy. Hi Yannick, hi Wohltat. Hoffentlich gibt es bald nur Unterstützung. Na, mal gucken, Luca. Wäre auf jeden Fall cool, eine Nagelfabrik mit nur Unterstützung. Schade, hätte ja sein können, dass kein Feedback der Community kam. Davon mache ich ein Projekt nicht abhängig, Dark. Ja. Wenn ein Spiel Spaß macht, spiele ich es. Egal, ob es ein Viewer oder 0 oder 10.000 hat. Wenn es Spaß macht, spiele ich es. Ja. Ganz gleich, wie viel Resonanz es da gibt. Ich habe Sorge, weil das immer so ist. Ja, Melero, ich verstehe dich. Ja. Aber es wird kommen. Mach dir da keine Sorgen. Weiter geht's. Hi Niklas. Hi Falke. Wieso mag keiner PUBG? Achso, ich müsste übrigens noch meine Textdatei mit den Zeitstempeln vorbereiten. Wir streamen für irgendwie viel zu viel, ne, muss ich sagen. Viel zu viel streamen wir. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich alles hochladen würde, was ich jetzt an Parts habe, sind wir bis Ende Januar bedient. Nur mal so zur Info. Bis Ende Januar. So, wir haben wieder einen Affenwissenspunkt. Wir investieren in das hier, um dann hier zu investieren, eins von den beiden. Nachladezeit aller Affen. Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Nehmen wir mal mit später.